Klasse 3. Die Klasse der entzündbaren flüssigen Stoffe. Diese werden nach ihrem Flammpunkt eingeteilt. Bei diesem Versuch nehmen wir drei entzündbare Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Flammpunkten. Das Schälchen in der Mitte ist mit Dieselkraftstoff gefüllt und wir versuchen es ohne Erfolg mit einer Streichholzflamme durchzuzünden. Dieselkraftstoff hat einen Flammpunkt von ca. 57 Grad Celsius. Die linke Schale ist mit Spiritus gefüllt. Spiritus kann man mit einem Gasanzünder durchzünden, da es eine Flammpunkttemperatur von 11 Grad Celsius hat. In der rechten Schale ist Benzin. Die heraustretenden Dämpfe entzünden sich an dem bereits brennenden Spiritus. Benzin hat eine Flammpunkttemperatur von minus 40 bis plus 20 Grad Celsius. Löschversuche mit Wasser haben nur beim Spiritus Erfolg, da er mit Wasser mischbar ist. Benzin und Diesel sind nur mit Löschpulver aus Feuerlöschern zu löschen. Was ist denn eigentlich der Flammpunkt? Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der die Flüssigkeit so viel entzündbare Dämpfe entwickelt, dass bei Näherbringen einer Zündquelle dieselben durchzünden. Wird Heizöl in eine Kerzenflamme gesprüht, kontaktet es mit dem Sauerstoff der Umgebungsatmosphäre. Dabei kommt es zur Oxidation und Wärmeentwicklung. In Bruchteilen von Sekunden wird die Flammpunkttemperatur des Heizöles erreicht und es zündet durch. Die Schwere der Dämpfe von entzündbaren Flüssigkeiten. Einige Tropfen Benzin werden aufgebracht und nach der Verdampfung durchgezündet. Der Deckel hebt bei dieser Verpuffung nur wenig ab, da das richtige Mengenverhältnis zwischen dem Benzin und dem Luftsauerstoff in dem jeweiligen Volumen nicht genau aufeinander abgestimmt war. Bei einer ganz genauen Abstimmung der Menge auf die Größe des Behältnisses kommt es zu einer Explosion, wenn das Gemisch nach der Verdampfung an einer Kerzenflamme entzündet wird. Die Menge entspricht im Verhältnis genau der einer gefüllten Kaffeetasse Benzin in einem Tank eines 36 Tonnen Straßentankwagens. Sie würde ausreichen, um diesen Tank völlig zu zerreißen.